Fläche und ich bin Bildhauerin, arbeite mit Keramik, aber baue auch Installationen. Genau, benutze verschiedene Materialien. Meistens wird es dann eben eine größere Rauminstallation. Das sind so die Sachen, die mich interessieren. Ich habe in Halle studiert, an der Burg Giebichenstein. Zunächst im Designbereich, im Kommunikationsdesign, also Schwerpunkt Illustration. Und zur Keramik hat es mich dann verschlagen. Also ich war in verschiedenen Hochschulen, habe mir verschiedene Klassen angesehen. Und in Halle hat mir einfach das Gespräch mit dem Professor da sehr gut gefallen. Und die Farben haben mich total in der Keramik fasziniert. Also dieses leuchtende, glasige. Die Arbeit selbst hat noch keinen Titel. Der wird erst kommen, wenn die Arbeit so weit ist, dass ich weiß, was es ist. Ich bin mit dem Gedanken gestartet, dass ich zwei verschiedene menschliche Wesen zueinander bringen möchte, in einer Mischung aus Kampf und Tanz mehr oder weniger. Also irgendwie verschiedenen, sehr gegensätzlichen, ambivalenten Arten des Zusammenseins. Sehr liebevolle Anteile, aber auch brutale Anteile und eben sämtliche Zwischentöne, die dazwischen auch sind. Diese Figuren selber baue ich fragmentarisch auf, also die bestehen sozusagen aus ganz vielen verschiedenen Teilen, die auch jeweils für mich unterschiedliche Emotionen und vielleicht Anteile im Menschen verkörpern, weil ich so davon ausgehe, dass jeder Mensch halt sehr unterschiedliche Anteile hat. Im Endeffekt wir aber sozusagen alle eine ähnliche Basis haben, nur je nachdem, was wir halt für Erfahrungen haben, diese Anteile eben stärker zutage treten oder weniger stark, lauter oder leiser sind. Diese beiden Wesen treffen sich in einer Mischung aus Boxring und Himmelbett, eben auch, um wieder so zwei sehr unterschiedliche Welten zusammenzubringen. Also ich fand die Zeit hier total super, also echt eine große Bereicherung. Ja, sehr inspirierend, sehr schön zu sehen, gerade wenn man oft als Künstler dann doch nach der Hochschule nicht mehr ganz so stark den Austausch hat. Ich meine, in der Hochschule ist man ja andauernd zusammen mit Künstlerkollegen und dann plötzlich steht man halt so ein bisschen alleine da und muss halt schauen, wo man irgendwie sein Feedback herbekommt. Und das ist total wertvoll, wenn man einfach so eine Zeit hat. Man noch mal intensiv über sich einfach austauschen kann, über Kunst, über seine Gedanken. Genau, von daher total lohnenswert. Auch gerade schön, dass Tanja einfach noch mal aus einem ganz anderen Hintergrund kommt als ich. Das ist echt gut. Musik